Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute mein Asus Notebook an. Bei dem verbauen wir heute eine NVMe SSD. Dieses schöne Asus Notebook ist ein 15 Zoll Modell aus der TUF Gaming Serie mit einem Ryzen 7 3570H. Müsste glaube ich sein. 8-Kern-Prozessor, 16 Threads, dritte Generation Ryzen, zusammen mit einer GTX 1650 mit 4 GB Videospeicher. Rankommen an die SSD ist super simpel. Wie immer, das gute Fixer Toolkit. Wir müssen hier nur ein paar Schräubchen lösen, die super fix draußen sind. Aktuell verbaut ist eine 2 Terabyte 860 Kuvo von Samsung als Hauptspeicher. Da ich aber doch hin und wieder, gerade jetzt auch für einen Videoschnitt, ein bisschen mehr Speed haben möchte, verbaue ich in dem Fall von Kingston eine A2000 NVMe SSD mit 1 Terabyte. Die haben wir lustigerweise gerade erst im letzten Video aus dem iMac von 2013 geholt. So, das sind schon ein paar Schrauben, aber wir haben es gleich. Geht immer super fix. Das geht schon öfters mal offen gehabt, auch gerade Wärmeleitpaste tauschen. Oder eben verschiedene SSDs damit getestet. Ich hatte auch eine Zeit lang eine 5. Also ursprünglich kam das Gerät vor allem mit einer 500 GB NVMe. Da habe ich damals eine 2 Terabyte SSHD dazu gebaut. Und dann irgendwann mal auf eine 2 Terabyte SSD umgerüstet. So, jetzt müssen wir nur einmal den richtigen Punkt finden, wo wir am besten in das Gerät reinkommen. Es geht meistens am besten hinten. Oder irgendwo an der Seite. So, da haben wir es auch schon. Unser Entry Point. Brauchen wir aber keine Hilfsmittel zu. Das geht bei diesem Gerät wirklich easy. Stimmt, 32 GB RAM hat das Gerät. Das ist 860 Kuvo mit 2 TB. 2x16 GB DDR4 RAM. Hier drunter sitzt die GPU und hier sitzt die CPU. So. Hier ist unser SSD-Slot. Super easy. Wir nehmen einfach nur die SSD. Schmeißen sie hier rein. Und schrauben sie fest. Also der Punkt, brauche ich noch kurz eine SSD-Schraube. Sollte aber gar kein Problem darstellen. Na, noch nicht ab. Tatsächlich zu groß. Das ist die SSD-Schraube. Einer der Gründe, wieso man die Schrauben am besten drin lässt und nicht wieder rausnimmt. Genau, das ist eine richtige SSD-Schraube. So. Was jetzt leider bei diesem Gerät nicht funktioniert, was ich normalerweise machen würde, das habe ich zum Beispiel bei meinem MacBook von 2013 gemacht. Leider ist dieser Deckel aus Kunststoff. Was ich beim MacBook gemacht habe, ich habe hier auf die SSD noch ein Wärmeleitpad gepackt, welches die Wärme der SSD an den Unterboden des Laptops überträgt. Ist ganz cool in weiter Hinsicht. Der Vorteil dadurch tatsächlich, die SSD läuft deutlich schneller mittlerweile und die Hitze der SSD verteilt sich auf dem Unterboden des MacBooks,
Wird auch nicht so extrem warm, wie man sich's denken könnte. Also alles bestens. Jetzt tue ich nur einmal kurz. Dabei den Lüfter am besten festhalten. Normalerweise mit einem Pinsel, Staubsauger oder Druckluftspray. Nicht unbedingt mit dem Mund. Ist mein eigenes Gerät, das heißt, ich bin selber dafür verantwortlich. Hier könnt ihr dann die Festplatte tauschen oder SSD tauschen. Super schnell und simpel. Oder eben den RAM. Rest zu tauschen ist bei dem Gerät leider nicht möglich. CPU und Grafikkarte sind fest verlötet. So. So, genau das Modell ist übrigens das Asus FX505D. So, schauen wir mal kurz einmal drüber. Passt alles? Ja. SSD ist verbaut. Dann müssen wir nur noch den Deckel wieder drauf packen. Alle Clips einmal einrasten lassen. Und dann das Gerät auch schon wieder zuschrauben. Sinnvoll ist natürlich, wenn ihr so eine Abdeckung oder eine Matte habt, euch die Schrauben richtig hinzulegen, so wie sie rauskamen, weil wir natürlich bei fast jedem Notebook längere und kürzere Schrauben haben und wir wollen uns ja nicht das Topcover zerstören. Das wäre nicht so toll. So, gerade für Videoschnitt oder auch wenn ich unterwegs noch was zocken will, muss ich sagen, ist das Notebook echt super. Es gibt leider, das hatte ich davor, das Modell, das gleiche mit dem gleichen Ryzen 7 und eine RX 570 von AMD. Dachte ich, gut, nimmst du eine AMD-AMD-Kombo, wird am besten zusammenspielen. Ha, Pustekuchen, die RX 570, die in dem Notebook drin war, war echt mies. Viel zu heiß gelaufen und dadurch fast unbenutzbar das Gerät. Weswegen ich es dann damals bei meinem alten Arbeitgeber, wo ich auch das alte Gerät gekauft habe, glücklicherweise direkt umtauschen konnte gegen das Modell mit der GTX 1650. Ich glaube sogar, stimmt, die RX 570 kam erst auf den Markt bei dem Gerät. Und erst später kam das Modell mit der GTX 1650. So, schauen wir mal kurz, ob alle Schrauben fest sind. So. Das war's dann auch schon. Vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen Akku. Ah, ein bisschen Akku ist drin. Mal kurz ins BIOS. Alle Bild. Das hat kurz gedauert. Na, sind wir auch einmal im BIOS drin. Wir sehen hier einmal unsere HDD. Display und alles. Dann müssen wir einmal F7 drücken, wie bei Asus Mainboards. Advanced NVMe Configuration. Und da ist unsere 1 TB Siegel. Können wir natürlich jetzt umstellen. Ich habe jetzt das Betriebssystem gerade auf der 2 TB, das heißt, das werde ich nachher noch mit Acronis rumkopieren, um dann von der 1 TB NVMe zu starten. Beziehungsweise ich installiere, glaube ich, das System sowieso mal neu. Lohnt sich doch hin und wieder mal, weil das mal neu zu installieren, gerade über eine NVMe. Wir sehen, das funktioniert alles. Windows fährt hoch, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist, das heißt, es passt alles. Wir haben keine Scheiße gebaut. Das dauert zwar gerade ein bisschen länger als sonst. Aber vielleicht hat Windows mal wieder Updates gemacht. Was gut möglich ist. Ja, geben wir uns Zeit. So viel zu dem Thema. Eigentlich super simple Sache, die eigentlich jeder machen kann. Sache von 5 bis 10 Minuten, wie man jetzt sieht. Daher, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da.
gerne ein Abo, schau in die Videobeschreibung, da gibt es verschiedene Links. Lasst mir gerne einen Kommentar da für Kritik, Fragen oder Anregungen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.